Endlich ist Garrus wieder dabei. Unser alter Freund, der verlässt uns in keinem Teil. Der ist immer mit von der Partie. Und ohne Garrus würde ich auch nicht spielen wollen. Also ehrlich mal. James, sind Sie das, der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Mir ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Ja, er rennt ja auch ohne Helm rum. Wir nicht. So. Oh, warte mal. Lass mich mal kurz hier... Wow. Weiß nicht, ob das jetzt so schlau war. So. Ja, das ist so. Ich hab halt in die falsche Richtung geschaut. Das war das Problem. Wir lernen die nächste Rasse der Indoktrinierten kennen, sozusagen. Oder die nächste indoktrinierte Spezies. Denn wir wissen ja, die Husks sind indoktrinierte Menschen. Und nun kommt die nächste Gruppe. Und das sind die Marodeure. Das sind indoktrinierte Turianer. Und die sind ein bisschen härter als die Husks. Die haben halt immer noch einen Schild mit dabei. Und das wird ein kleines bisschen ungemütlicher als hier unser kleines Kanonenfutter, das wir hier links und rechts wegrotzen können ohne Ende. Nicht wahr, Garrus? Oh. Hey, nehmt mir nicht mein Spielzeug weg. Der sah aber ungemütlich aus. Er hatte solche seltsamen Auswüchse an sich mit dran. Hey, hey, hey. Mal schön ruhig bleiben hier, ja? So, haben wir noch mehr von euch? Ich sehe keine mehr. Doch, da oben. Komm mal her zu mir. So, machen wir es doch mal mit der MP. Ich glaube, wir sind hier fertig. Gut. Es ist schön, dass sie mir sagen, dass ich mit der rechten Maustaste auch zielen kann. Das wusste ich bisher noch nicht. Ich habe bisher bloß gut zwei Teile von Mass Effect gespielt. Okay, wohin müssen wir denn? Wieder zu Corinthus zurück, alles klar. Also wieder hier hin. Shepard, bitte komm. Ja, ich bin unterwegs. Ich höre. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir erledigt. Schon unterwegs. So, Asti, wir müssen direkt zur Barrikade, alles klar. Na dann, gehen wir mal rüber. Oh, ich sehe schon, was jetzt kommt. Schön. Wir können ein bisschen uns am Geschütz austoben. Was? S drücken. Ach so, nee. Warte mal. Jetzt. Das wird lustig. Ich knipp sie einfach aus. So. Ich muss sie nur treffen. So, einmal nachladen bitte, dankeschön. Die sind aber auch nicht so besonders gut zu treffen mit dem Ding, ne? Gut. Das Praktische ist, sie können ja offenbar nur über die eine Seite kommen. So, kommt her, meine Kleinen. Ich hab noch ein paar Kugeln. Okay, jetzt kommen sie auch über die linke Flanke. Hätte mich ja auch gewundert, wenn es so einfach bleiben würde. So. Schön unten bleiben. Es ist nett, wie es die zerlegt. Oh, komm schon. So, links kommt keiner. Oha! Wer bist du denn? Was zum Teufel ist das denn? Achtung! Oh, Shepard. Möchte vielleicht jemand das Geschütz bemannen? Das wäre sehr freundlich von euch. So. Dann feuern wir doch mal alles drauf, was wir haben. Garrus, was kannst du denn Schönes? Leider noch nichts, weil wir ihn noch nicht leveln konnten. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? So, oh, das ist, ich weiß nicht, ob das eine schlaue Taktik ist, da so drauf zu gehen, aber es funktioniert. So, wir können die Rohlinge auch totprügeln. So, ich durchschlage einfach mal ihre Panzerung. Ich kann euch aber nicht sagen, von welchen Spezies die Rohlinge abgeleitet sind.
Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ender, Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Na gut. Dann eben auf dem Weg. Ja, es könnte vielleicht sein, dass das indoktrinierte Kroganer sind. Ich weiß es nicht so genau. Es wäre aber das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Dieses Geräusch von den Reapern ist so krass. Und überall. Zerstört. Wie viel Mann Besatzung sind das? Oh mein Gott. Sehen Sie sich das an. Überall, wo wir hingehen, werden wir Zeuge der Zerstörung. Verdammter Mist. Die Jäger verursachen nicht mal eine Delle. Tja. So ist das. Wo müssen wir eigentlich lang? Ach, davon. Und Pelevan brennt. Oh shit. Sehen Sie sich Pelevan an. Ja, ich sag ja. Das orangefarbene Inferno, das Große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Hm. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater, eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag, 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um, machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Tja. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Ein Kampf auf verlorenem Posten letztendlich. Tja, die Warnung hat Shepard schon seit dem ersten Teil ausgestoßen, ne? Aber natürlich wollte keiner hören. So, Garrus geht voraus, alles klar. Gut, der Weg ist ja relativ deutlich. Bist du wieder von zu der Anlage mit der Satellitenschüssel? Wahrscheinlich nicht. Ach, ich wollte gerade sagen, auf wen schießt denn die Fregatte eigentlich? Aber da drüben ist ja noch ein Reaper. Und da liegt das Wrack der einen Fregatte, die es zerlegt hat. Na, wo seid ihr, Burschen? Komm mal her. So, läuft. Oh, hallo. Gar nicht gesehen. Scheiße, ich hasse diese Dinger. Es gibt schlimmere. Es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Es gibt wirklich schlimmere Gegner als die. Kampfverbrechen, das kotzt mich an. Aber sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Tja, so ist es leider. Und Shepard hat es ja genauso gemacht. Shepard musste ja auch weggehen, obwohl er kämpfen wollte. Und wieder als eine Fregatte erwischt, wie es aussieht. Die Verluste werden immer zahlreicher. Alles in Ordnung? Jawohl, Sir! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Wo ist denn hier Süden? Na gut, wir werden es sehen. Da ist Süden, alles klar. Gut, hier drüben gibt's auch nichts mehr, ne? Wie viele Soldaten waren das bei dem Absturz? 50? 75? Ich bin nicht sicher. Könnte hinkommen. Es tut weh, wenn man ein schönes Schiff so untergehen sieht. Von der Mannschaft an Bord ganz zu schweigen. Ja, wir sollten gehen. Sie haben gesagt, der Primarch sei nach Süden unterwegs. Und selbst diese Schiffe, die da zerstört werden, sind nur Tropfen auf dem heißen Stein. Das war knapper, als mir lieb ist. Absolut. Können wir hier noch jemandem helfen? Oh, warte mal. Keine Überlebenden, verdammt. Bei so einem Absturz ist das keine Überraschung. Na, hätte er sein können. Tja, die Umgebung ist eine andere, aber es ist eigentlich genau wie auf der Erde.
Ein verlorener Kampf gegen die Reaper oder ein Kampf, den man kaum gewinnen kann. Glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. So würde ich das aber nicht sagen. So, Kroganer Frühgeschichte, Kodex aktualisiert. Schön, schön. Ich würde es nicht so sehen, denn die Reaper sind eindeutig eine viel größere Bedrohung und da würden sie sich schon anschließen. Vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, wir haben zwei Trümpfe in der Tasche und das sind Grunt und Rex. Und vor allen Dingen Rex hat ja schon dafür gesorgt, dass die Kroganer geeint sind unter seiner Flagge, unter dem Erdnut-Clan. Und das wird noch von Bedeutung werden. So. Ich habe das Gefühl, wir umkreisen das Schiff davon. So, wir kommen immer näher zu der Position von General Victus. Ich glaube, wir sind das gleich da. Übel. Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Direkt hinter ihm! Das ist mein Primarch! Räumen wir das Lager! Na, kommt schon! Kannibalen! Ich weiß leider nicht mehr, zu welcher Spezies die alle gehören. Das könnten wir aber vielleicht im Kodex rausfinden. Wo haben wir denn hier einen? Hallo? Ah. Oh, warte mal. Warte. Nicht ungeduldig werden. Ho, 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 ho. Das war ja nicht so cool. Lass mich mal ganz kurz aus der Bahn gehen hier. In die Anlage vorrücken. Oh, halt. Ach so. Das war bloß der. Okay, könnten wir vielleicht gegen den Rohling ein bisschen Blutbad einsetzen? Ich glaube, das läuft. Oh! Geh mal weg, mein Kleiner. Haben wir noch einen? Gibt's noch mehr Gegner? Natürlich. Warum frage ich eigentlich so blöd? Es gibt immer noch mehr Gegner. Und noch einen Rohling mehr. Natürlich. Nein. Lass mich mal ganz kurz hier mich mit einem Sturmangriff retten. Oh. Oh, das war aber knapp. Das war aber deutlich viel zu knapp gerade. Okay. Drauf auf die Sau. Oh, daneben. Komm mal her, mein Kleiner. Nicht weglaufen. So, noch mehr. Ich bin gerade erst warm gelaufen. Ich kann noch ein bisschen. Natürlich. Noch ein paar Marodeure. So. Zumindest die Großen sind jetzt schon mal weg. Die Dicken, damit scheint jetzt erstmal Ruhe zu sein. Wer schießt denn hier schon wieder? Schön den Ball flach halten, bitte. Schießt er auf mich? Das wäre uncool. Okay, gut gemacht, James. Jetzt können wir zu General Victus vorstoßen. Verzeihung, Primarch Victus. Neuerdings. Ja, ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander, ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht Sie woanders, General. Ich bring Sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine turianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Tidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten.
Was für ein Anblick. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Turianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Der Krieg ist ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Vectus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Dachtet ihr wirklich, es geht ohne die Kroganer? Natürlich brauchen wir die. Die Asari haben diesen Weg schon einmal beschritten, Commander Shepard. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Ich habe versucht, die Dalatras zu beruhigen. Zu behaupten, sie wäre erbost, ist eine gewaltige Untertreibung. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Leider ist jeder Versuch, all diese Gruppen zu vereinen, zum Scheitern verurteilt. Und sie verstehen sicher, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Die Reaper stehen schon vor unserer Tür. Mein letztes Wort. Es tut mir leid, aber die Asari kommen nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Dann viel Glück, Commander. Leben Sie wohl. So stumpfsinnig. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Nur auf das eigene Wohl bedacht. Und das ist so kurzsichtig gesehen. Also, die denken nur so kurzsichtig, weil natürlich, wenn die anderen Welten überrannt werden, dann haben auch sie in ihrer eigenen Heimat keine Chance mehr. Naja, reden wir mal mit Hackett. Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt, das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Nicht nur der Menschheitsgeschichte, auch die anderen Völker werden die vernichtendsten Niederlagen ihrer Geschichte erleben. Das ist nur logisch, weil alle anderen Völker, die zuvor waren, auch die vernichtendsten Niederlagen ihrer Geschichte erlebt haben, nämlich die völlige Vernichtung. Und genau das wollen wir verhindern, dass die völlige Vernichtung eintritt, dass es die vernichtendsten Niederlagen aller Zeiten werden für diese Völker, ist nur logisch, eigentlich. Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Chef.
Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Guerillataktik. Das ist ein Vorteil. Aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Die Schlacht gegen die Sovereign vor 3 Jahren hat uns alles gekostet. Und das war nur ein Reaper. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Tja, wenn wir einmal wissen, ob es denn einen Schwachpunkt gibt, und es gibt immer einen Schwachpunkt irgendwo, beziehungsweise wo der Schwachpunkt ist, dann können wir natürlich mit der Normandy Stück für Stück an verschiedenen Orten kämpfen und Reaper bekämpfen und besiegen, an Schlüsselpositionen, natürlich. Denn der Vorteil ist gegen die Reaper im Kampf, die Reaper sind keine riesige Masse. Natürlich haben sie die indoktrinierten Spezies als Kanonenfutter, das sie reinschicken, aber eigentlich ist ja nur interessant, die Reaper selbst wegzuräumen. Und das sind große Ziele und nicht allzu viele Ziele im Prinzip. Und wenn man da mal einen Schwachpunkt findet und schnell hin und her reisen kann, dann ist das natürlich ein guter Vorteil, gegen die zu kämpfen. Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Na klar. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen. Machten es aber trotzdem. Naja, der Unterschied ist aber, dass man bei der Atombombe durchaus die Technik dahinter verstanden hat. Und das ist in dem Fall hier nicht so. Also die Röhre ist noch ein Stück heikler, weil man natürlich eigentlich gar keine Ahnung hat, was man da baut. Man weiß ja nicht, was dieser Katalysator sein soll. Und man weiß auch nicht, wofür genau das Ding gebaut wurde und wie es funktioniert. Also man weiß eigentlich gar nichts darüber. Und deswegen ist es natürlich noch ein Stück heikler, wenn man sich nicht mal vorstellen kann, was passiert, wenn man es benutzt.